Es gibt ein paar neue Updates und 2024.38.2. Einmal ist jetzt hier Spotify Free. Spotify lässt sich nun ohne Spotify Premium Abo im Tesla-Fahrzeug nutzen. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt natürlich auch, es gibt werbefreie Wiedergabe, Vorschau von Playlisten, unbegrenztes Überspringen. Bleibt Spotify Premium natürlich Mitgliedern vorbehalten. Sprich, ein bisschen Werbung gibt es natürlich bei Spotify Free. Aber immerhin kann man Spotify Free benutzen. Erfordert natürlich eine Premium-Konnektivität von Tesla oder eine bekannte Handyverbindung mit einem Hotspot. Besser ist natürlich etwas hier. Moment. Individuell abgesenkte Spiegelposition. Das heißt, man kann den Spiegel, wie er entsprechend abgesenkt wird, wenn man rückwärts fährt, einfach so einstellen, wie man es am liebsten haben will. Das steht auch hier natürlich. Sie können jetzt eine individuelle Absenkposition für Ihren Außenspiegel einstellen, wenn sich das Fahrzeug in Rückwärtsmodus befindet. Um die individuelle abgesenkte Position einzustellen, navigieren Sie zu Fahrzeugspiegel, abgesenkte Position anpassen. Und so sieht es übrigens jetzt in den ganzen Menüs aus. Hier kann man entsprechend über Fahrzeugmenü entsprechend hier die ganzen Spiegelpositionen jetzt natürlich anpassen und natürlich auch hier die Absenkautomatik aktivieren und natürlich hier die individuell angepasste abgesenkte Position speichern und jederzeit ändern. Das ist ganz gut so. Ich selbst nutze das übrigens nicht, da ich das für mich persönlich immer als relativ unnötig empfunden habe und es mich ein bisschen genervt hat. Denn ich muss zugeben, ich habe noch nie Probleme mit irgendwelchen kratzigen Felgen gehabt. Meine Felgen sehen nach 2 Jahren Tesla-Fahren immer noch super aus. Sprich, ja, genau so wie es sein sollte. Gibt es natürlich jetzt noch ein paar andere Mini-Updates, wie hier. Das Diagnosefenster liefert weitere Informationen zu Ihrer WLAN-Verbindung. Auch ganz nett. Entsprechend hier halten Sie das linke Scrollrad, hier am Lenkrad entsprechend. Da kann man natürlich entsprechend auch jetzt die Spiegelposition ein- und ausklappen. Wusste ich gar nicht, dass es das bis jetzt nicht gab. Ganz toll. Sprich, man kann jetzt über eine Schnellwahltaste am Lenkrad die Spiegel ein- und ausklappen. Und natürlich die üblichen Fehlerkorrekturen und kleineren Verbesserungen, wo es ihr eigentlich immer wieder gibt. Gut, das war jetzt ein kleines, hübsches Update von Tesla 2024.38.2. Vielen Dank fürs Zusehen.